sondern unsere Wege haben sich schon vorher getrennt. Unsere Wege haben sich angefangen zu trennen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du und ich bauen uns gemeinsam was auf, okay? Du bist der, der in TikTok sitzt und dir die Reichweite aufbaut, aber ich gebe dir Ideen, ich bringe dir Inspiration rein. Ich opfer meinen ganzen Tag für dich, Barello. Okay, ich gebe sozusagen mein Leben auf, weil wir uns gemeinsam was aufbauen. Verstehst du, was ich meine? Das war auch vorher kommuniziert. Also das sind nur so Punkte, ich versuche dir zu erklären, damit du es verstehst. Okay, und von heute auf morgen verlässt du das Land, gehst nach Albanien und lässt mich zurück. Okay, und das war ja bei Mois damals gewesen. Von heute auf morgen, der ruft mich an, der sagt, ich fahre nach Belgien. Kannst du mir einen Fahrer besorgen? So, Bruder, ich denke mir, wofür habe ich jetzt 2 Jahre meines Lebens habe ich gefickt? Damit du einfach abhaust oder was? Er hat mit uns wieder kommuniziert, sonst noch was. Alle schreiben Maestro rein. Ich weiß nicht, ob Maestro live ist, ob ihr irgendwas mit denen ausgemacht habt. Also, Momo, kommt Arafat, weil vielleicht Arafat holt ihn dann Arafat rein. kommt gleich, genau, Arafat hat das geklärt. Okay, gut. Ist er dann live? Er ist noch, nee, der ist nicht live gerade, Okay. oder? Ist er live? Deswegen, Freunde, lass mich kurz meine Sachen loswerden, so, die mir auch auf dem Herzen liegen, und dann die Thematik ein für alle Mal beenden. Okay, das war auf jeden Fall der Punkt. An dem Tag, wo er das Land verlassen hat, hat er mich angerufen, ey Nabil, kannst du einen Fahrer organisieren, der mich nach Belgien fährt? Okay, ich bin damals mit meinem Audi, ein Freund von mir ist gefahren, ich war Beifahrer, wir sind zu ihm gefahren. Wir steigen ins Auto ein, das erste, was er macht, er macht sich ein Juventus an. Ein Salut. Genau, der macht sich, okay, der macht sich auf jeden Fall keine schöne Substanz. Ich drehe mich um, ich sage, ey, ja, nee, bei aller Liebe, deine Frau und dein Kind sitzen hinten, mach mal die Scheiße aus. Da haben wir schon angefangen, uns zu zanken. Ich habe nicht das Recht darüber zu, was er privat macht, was er zu Hause macht, ist ihm überlassen. Aber da sitzt ein Säugling und da sitzt ein anderes Kind, das nicht mal 3 Jahre alt ist. Und das Erste, woran du denkst, ist an einen Joint. Und dann haben wir uns in die Haare bekommen. Und so haben sich auch unsere Wege angefangen zu trennen. Weil wir haben uns dann nicht verstanden. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, fahr den, lass mich raus, ciao. Ich will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Ab dann. Aber es waren vorher schon viele Differenzen. Barello. Aber vielleicht hat er eine geraucht, weil er vielleicht viel Stress hatte durch euch oder so. Okay, der soll so viel Stress haben, wie der will. Der soll rauchen, so viel er will. Aber Bruder, es gibt gewisse Punkte, die sollte man respektieren. Und erst recht im Auto, wo deine Kinder sitzen. Ja, die rauch deine Joints, geh um Ecke, dies, das. Du musst doch nicht genau einsteigen und dir einen Joint anmachen.